eine Geschichte, ein Musikstück, das Vaterunser, ein Segen. Das ist im letzten Jahr so gut angekommen und ich bin so oft gefragt worden, gibt es das nochmal? Dass wir dann gesagt haben, das machen wir gerne nochmal, dieses Jahr dann eben auch in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde, mit der Jakobusgemeinde. Ich habe die Geschichte gelesen von der Mariechen und ich mag die Geschichte sehr gerne und dann hatte ich denn das Gefühl, noch dazu ein Lied zu haben, mit der Maria durch einen Dornwald ging, was auch von einer besonderen Frau handelt. Und dann passte das ganz gut zusammen. Manchmal sind die Geschichten eher besinnlich, auch ein bisschen traurig, manchmal eben aber auch eher lustig. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt auf die Geschichten ankommt. Ich merke, dass einfach der Raum selber mitspricht, mitpredigt und dass da auch viel Gutes bei entstehen kann. Ich fühle mich immer wohler, wenn ich hier gewesen bin und freue mich auch schon immer auf diese 15 Minuten im Advent. Ich mache mit meiner Frau immer abends einen Spaziergang. Das ist schon immer so ein Highlight, hierher zu kommen und diese schönen Geschichte und diese Ruhe hier in dieser Kirche zu genießen.